Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser anberaumten Pressekonferenz aus aktuellem Anlass. Sie sehen hier vorne am Podium Frau Ministerialrätin Petra Mock vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Alexander Boger von der Staatsanwaltschaft Ravensburg, an seiner Seite Herr Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, und Herrn Polizeivizepräsident Uwe Stürmer vom Polizeipräsidium Konstanz. Sie werden von den einzelnen Podiumsteilnehmern ein Statement hören. Im Anschluss gibt es noch eine kurze Fragerunde und dann ist die Pressekonferenz beendet. Vielen Dank. Ja, Herr Boger, wenn Sie einführen. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben Sie heute über eine schwere Straftat zu informieren von außergewöhnlicher Bedeutung. Und aus diesem Grund ist die Besetzung des Podiums heute auch außergewöhnlich. Frau Ministerialrätin Mock vertritt die Verbraucherschutzbehörden. Ich und Herr Diehl stehen für die Ermittlung leitende Staatsanwaltschaft und die Strafverfolgung. Und Herr Stürmer, Herr Polizeivizepräsident Stürmer, der zwischen uns sitzt, begleitet die Ermittlungen, die Fahndung und auch die Gefahrenabwehr im Auftrag und für die Polizei. Wir haben zu informieren über eine Erpressung diverser Handelskonzerne mit der Vergiftung von Lebensmitteln. Einer oder mehrere uns bislang unbekannte Täter hat in einer E-Mail an Verbraucherschutzorganisationen, Handelskonzerne und auch die Polizei angedroht, dass er bis Samstag 20 Lebensmittel mit Gift versetzen wird, wenn er nicht einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erhält. Er hat nicht angegeben, welche Lebensmittel, in welcher Region und in welchen Geschäften er vergiften will. Er hat sogar angekündigt, dass er nationale und internationale Niederlassungen deutscher Lebensmittelkonzerne und Drogeriemärkte treffen will. Wir nehmen diese Drohung sehr ernst. Der Täter hat nämlich in der vergangenen Woche an einem Tag vor Ladenschluss in Friedrichshafen 5 Lebensmittelprodukte vergiftet abgestellt. Er hat den Ermittlungsbehörden einen Hinweis gegeben. Diese Lebensmittel konnten von der Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir möchten heute die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Die Auswertung der Überwachungskameras der betroffenen Geschäfte hat nämlich eine Person festgehalten, die in höchstem Maße verdächtig ist, an der Tat beteiligt zu sein. Die Fotos dieser Person aus den Überwachungsvideos sowie eine Videoaufzeichnung werden wir Ihnen heute zur Verfügung stellen. Und wir bitten Sie, diese Aufnahmen zu publizieren, damit Bürger, die diese Person erkennen, sich beim Polizeipräsidium Konstanz melden können. Herr Stürmer wird darüber informieren, auf welchen Wegen dies geschehen kann. Wir sind auf diese Hinweise angewiesen, um diese schwere Straftat aufklären zu können.
Die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden verbinden diesen Fahndungsaufruf der Staatsanwaltschaft heute mit einer Warnmeldung vor den etwaig vergifteten Lebensmitteln. Ich darf insoweit an Herrn Polizeivizepräsident Stürmer und Frau Ministerialrätin Mock weiterverweisen. Ja, vielen Dank, Herr Burger, meine Damen und Herren. Der Erpressung dringend verdächtig, zumindest daran beteiligt zu sein, ist eine männliche Person, von der wir Bild- und Videoaufzeichnungen vorliegen haben. Ich bitte, die mal einzuspielen. Zur Beschreibung der Person. Sie ist nach Schätzungen aufgrund der Bilder und des Videos etwa 50 plus minus, da kann es größere Abweichungen geben. Sie ist von mittlerer Größe, also weder auffällig groß noch auffällig klein. Sie ist schlank, vom Gangbild her sportlich. Sie hat ein schmales Gesicht. Die Person trägt eine Brille, möglicherweise zur Tarnung. Ebenso eine weiß-graue Mütze, ein helles, vermutlich weißes Hemd, eine graue Hose und schwarze Sportschuhe mit einem auffällig weißen Sohlenrand, der wirklich auffällig ist. Sie hat schwarze Handschuhe getragen und führte eine dunkle oder schwarze Umhängetasche mit sich. Auf diese Person, bei der es sich nach unseren Feststellungen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um den Giftausbringer handeln dürfte, konzentrieren sich derzeit unsere Ermittlungen. Personen, die die abgebildete Person kennen oder denen er aufgefallen ist oder die Hinweise oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Erpressungsfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Konstanz in Verbindung zu setzen. Wir haben ein Hinweisaufnahmezentrum geschaltet. Da sind eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die dort Hinweise entgegennehmen. Und die Nummer ist hier unten eingeblendet. Das ist die 07531 995 3434. Dieses Hinweisaufnahmezentrum ist in den nächsten Tagen durchgängig besetzt mit einer Vielzahl von Beamten und wir hoffen auf viele Hinweise. Bei der ersten Ausbringung von vergifteten Produkten am Samstag, dem 16. September, also vorletzten Samstag, ist es in der Folge gelungen, in einem aufwendigen Prozess in verschiedenen Lebensmittelmärkten in Friedrichshafen die dort ausgebrachten, deponierten, vergifteten Produkte sämtlich sicherzustellen. Nachdem die Ausbringung weiterer Produkte angekündigt wurde, haben wir uns einvernehmlich zusammen mit dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und der Staatsanwaltschaft dazu entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen, aus drei Gründen. Erstens, um zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Kauf von Produkten aufzurufen, wenn diese Auffälligkeiten aufweisen. Frau Ministerialrätin Mock wird dazu noch nähere Ausführungen machen. Zweitens, um, und das ist uns zentral wichtig, mit dem Bild und der Videoaufzeichnung des mutmaßlichen Täters in die Öffentlichkeitsfahndung zu gehen, mit dem Ziel, ihn möglichst schnell identifizieren und festnehmen zu können und die Ausbringung weiterer inkriminierter Waren dadurch verhindern zu können. Und drittens natürlich dadurch die Gefahr abzuwehren, dass es zu Schädigungen von Kunden, von aus der Bevölkerung kommt. Meine Damen und Herren, es handelt sich um einen herausragenden Erpressungsfall und wir müssen davon ausgehen, dass wir einen sehr skrupellosen Täter verfolgen, der sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod von Menschen billigend in Kauf nimmt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weder betroffene Unternehmen nennen werden, noch weitere Einzelheiten bekannt geben können. Wir haben bei der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen unter meiner Leitung eine Sonderkommission eingerichtet. Wir arbeiten mit Hochdruck rund um die Uhr an diesem herausragenden Fall. In der Spitze mit über 220 Ermittlern sind da im Einsatz ohne Analytiker, Chemiker und das Fachpersonal beim Landeskriminalamt mit Laborkräften und vielen anderen. Bei dem Gift handelt es sich um einen Stoff aus der Gruppe der Glykole. Betroffen sind Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Giftausbringungen waren bisher, wie bereits gesagt, in Friedrichshafen erfolgt.
Wir können aber auch Bezüge nach Österreich und insbesondere in den süddeutschen Raum nicht ausschließen. Angedroht ist aber die Giftbeibringung gegebenenfalls auch bundesweit und europaweit. Der Erpresser hat uns ein detailliertes Szenario vorgegeben. Ein anderer Handlungsstrang, was die Übergabe dieses zweistelligen Millionenbetrages angeht, befindet sich außerhalb des Bodenseekreises. Und bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns angesichts der zentralen Aufgabe der Gefahrenabwehr für die Bevölkerung in der jetzigen Phase der intensiven Ermittlungen mit weiteren Informationen zurückhalten müssen. Vielen Dank und ich übergebe jetzt an Sie, Frau Mock, zu dem Thema Gefahrenabwehr und was der Verbraucher beachten muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stürmer. Sehr geehrte Damen und Herren, von Seiten des Verbraucherschutzministeriums nehmen wir den Fall sehr, sehr ernst. Wir sind in enger Abstimmung mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Herr Minister Peter Haug hat den Ermittlungsbehörden die volle Unterstützung zugesagt. Wir werden die Kontrollen intensivieren, wo erforderlich. Wir haben unsere Untersuchungseinrichtungen insofern informiert und die Untersuchungskapazitäten bei den Untersuchungseinrichtungen, insbesondere beim Toxikologielabor im Untersuchungsamt in Stuttgart, so ausgerichtet, dass wir schnell Proben untersuchen können. Der Fall ist aber für uns insofern sehr, sehr schwierig, weil der Erpresser sich nicht geäußert hat, welche Lebensmittel betroffen sind, welche Substanzen er in die Lebensmittel einfügen möchte. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielgerichtet bestimmte Lebensmittel aus dem Verkauf nehmen. Deshalb appelliere ich an die Mitarbeit und insbesondere auf die Achtsamkeit aller Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich bitte darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Lebensmitteleinkauf auf manipulierte Verpackungen achten und dann umgehend die Marktleitung oder das Ladenpersonal informieren. Sollten zu Hause manipulierte Verpackungen auffällig sein, auch bitte sofort Marktleitung bzw. Unternehmen informieren. Noch eine Information konkret zu Glasverpackungen. Ordnungsgemäß verpackte Lebensmittel in Glasverpackungen haben üblicherweise einen Deckel, der nach innen gewölbt ist aufgrund des Vakuums, und beim Öffnen hört man ein Klacken. So viel erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Muck. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir nehmen den Fall sehr ernst und haben deshalb alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Gefahren von der Bevölkerung bestmöglich abzuwenden. Aus unserer Sicht besteht kein Anlass zur Panik oder zur Hysterie. Es geht schlicht darum, in den nächsten Tagen aufmerksam zu sein, auf möglicherweise manipulierte Produkte zu achten. Und es geht vor allem darum, die Person, die wir als den verdächtigen Giftausbringer videografiert und fotografiert haben, möglichst schnell zu identifizieren. Vielen Dank. Wenn jetzt Fragen aus Ihren Reihen wären, bitte.